Das warst du, als du den Hinweis gesucht hast, oder, Phosphor? Nein. Die hohle Schönheit der Gewalt ist der güldene Griff an einer Messerklinge. Das kenne ich irgendwoher. Die armen Häuser dieser Menschen. Halte mich ruhig für schwach. Aber immerhin versuche ich nicht nur für meinen Stolz zu leben. Und was ist mit dir? Ein Hinweis! Wo wilde Bären leben, lagern König Kokalos Reichtümer und warten darauf, in Tempel und Garten verwoben zu werden, erwärmt vom Blut meines Herzens und den feurigen Quellen meiner Tränen. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst und du kannst meine Schatzkammer betreten.
Am Fuße der großen Statue stand ein Amboss. Für sich betrachtet war er nicht schön, aber er war die Grundlage, auf der Schönes geschaffen wird. Da war Hephaistos Zange, welche er tief hineinstieß. In sengendes Feuer und eiskaltes Wasser. Hineinstieß! Nur in solchen Extremen konnte er sein Werk perfektionieren. Was? Das ist alles. Alles, was bei ihm abgeht, weil, du weißt schon, so insgesamt, vom Aussehen her, weil er so... Bist du fertig? Ja! Jep!
Nach langem Klettern erreichte Phoenix schließlich Hephaistos' Hammer. Entschuldigung, ich höre schon auf. Ah, die Schmiedelande. Die vielen Werkstätten. Die kühnen Gipfel. Sind wir hier etwa auf einer Rundfahrt? Die uralten Schöpfungen waren Typhons endlosen Zerstörungswillen zum Opfer gefallen. Oh. Jemand lebte dort unten, arbeitete und war ziemlich gut gelaunt. Ganz sicher nicht der Hephaistos. Dieser jämmerliche Feigling hat keinen Tag seines Lebens gelächelt. Hast du der Geschichte denn überhaupt nicht zugehört? Alles hat sich verändert. Huh!
Ja. Phosphor, ich sehe etwas. Das muss der Hinweis sein. Wo bist du, Hermes? Zeig dich! Oder lässt du jetzt dieses Menschlein deine Kämpfe austragen? Nun, so sei es. Heiligtum der größten Kriegerin muss eine Entscheidung fallen, nur nicht zu verkopft. Ein Schatz hat eine eigene Mechanik und ein Schlüssel. Phosphor, den Göttern sei Dank, du bist wohl auf. Er sagt, du hast den Greif entkommen lassen, was, wenn ich ehrlich bin, gut so ist. Man könnte denken, von einem Greif durch die Lüfte getragen zu werden, wäre wundervoll. Aber lass mich dir berichten, es stimmt nicht. Außerdem habe ich eine Katzenallergie. Es gibt immer ein nächstes Mal. Man lernt ja nie aus. Oh, der war gut. Er meint, du wärst ein armseliges Kriegerexemplar. Wie gefällt dir dein Vögelchen bis jetzt? Naja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Rom? Das Haus meines Nachbarn. Der hatte so viele Söhne und musste immer mehr Zimmer anbauen. Aber dann sind alle an einer Seuche gestorben. Und jetzt ist es ein Gasthaus namens Rom, benannt nach dem ältesten Sohn. Möge Charon ihm sichere Überfahrt gewähren. Oh, das Schiff ist abgesegelt. Rom hatte keine Münzen, also hat der Kerberos ihn gefressen. Rom, 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 Rom. Nein? Nichts?